Das ist also Pema Kesa Dompola. So, Hong Ögen Yoginu Chansam Pema Kesa Dompola. Yatsen Chöginu Pukmi. Yatsen is marvelous. Yatsen heißt wunderbar. Is there another word? Marvelous, Wunder. So. That'd be wonderful in English. This yeah. is marvels, marvels. Großartig, maybe? You prefer that? I don't know. Aufgezeichnet. Marvels are highly unusual things. Yeah, that's what that's we would. What we why would say Wunder? So, you know, supernatural, not normal, supernormal is marvel. Außergewöhnlich, maybe, that would be like extraordinary? Yeah, extraordinary, yeah. So it's let's say außergewöhnlich. Extraordinary is more like it. So, yeah. Yatsen, it's like if the sky was green, you'd say, Yatsen! Wow, this is unbelievable. It's, I've never seen this before. This comes out of nowhere. Mm. Das ist also der Ausruf, den man tätigen würde, wenn man sieht, dass der Himmel grün ist. Das ist vollkommen außergewöhnlich. Das habe ich noch nie gesehen. Mm. So, all marvelous attainments arise out of this understanding of being lotus born. Alle außergewöhnlichen Errungenschaften entstehen also aus diesem Verständnis, Lotus geboren zu sein. And this state of being lotus born is our own natural birth. Und dieser Zustand, lotus geboren zu sein, ist unsere eigene natürliche Geburt. And it's also the mode in which we gain realization. Und es ist der Modus, in dem wir Realisation erlangen. So, Hong Ögen Yogi Nochansam Pema Kesa Dompola Yatsen Chöking Nodruk Ne Pema Juni Shesudra. So, having understood this, one then is inspired by Pema Juni. Pema Juni is Padmasambhava. This is just in Tibetan. Pema Juni is Padmasambhava. Wenn wir das verstanden haben, sind wir also dann inspiriert von Pema Juni. Pema Juni ist tibetisch für Padmasambhava. Pema Juni heißt also Lotus geboren. So what's important to understand here is that Padmasambhava is both historical and a principle. Was hier wichtig zu verstehen ist, ist, dass Padmasambhava also sowohl eine historische Figur ist, als auch ein Prinzip. And from this tradition we have a whole different understanding of Shakyamuni Buddha. Und aus dieser Tradition heraus haben wir ein vollkommen anderes Verständnis von Shakyamuni Buddha. The general story about Shakyamuni Buddha is that he was a prince. Die allgemein bekannte Geschichte von Shakyamuni Buddha ist, dass er ein Prinz war. And that it was predicted at his birth that he really had to be kept away from everyday life. Und es wurde bei seiner Geburt vorhergesagt, dass er also um jeden Preis von dem alltäglichen, gewöhnlichen Leben ferngehalten werden soll. Because he was highly likely to become a religious figure if he ever did this. Weil es sonst sehr wahrscheinlich wäre, dass er eine religiöse Gestalt wird. So then he gets to a certain age and he sneaks out one night and sees reality as it is out there, sickness, old age and death. Und eines Tages, als er ein bestimmtes Alter erreicht, schleicht er sich also nachts aus dem Palast und hat dann diese drei berühmten Sichten, Krankheit, Alter und Tod. Yeah. And this is what makes him leave the palace forever and seek realization. Das führt dazu, dass er dann den Palast für immer verlässt und die Realisation sucht. Now, this is one story. There is a much lesser known story that is part of this tradition. And that looks at Shakyamuni Buddha in an entirely different way. Das ist aber also nur eine Version der Geschichte. Und es gibt noch eine andere Version,
der Geschichte vom Leben von Shakyamuni Buddha, die wir in dieser Tradition halten, die das Ganze vollkommen anders erzählt. So sickness, you know, seeing sickness, old age and death is the Sutrayana vision. Krankheit, Alter und Tod zu sehen ist die Vision im Sutrayana. From the point of view of Tantra or Vajrayana, there's a different principle. Aus der Sicht von Tantra oder Vajrayana greift hier ein anderes Prinzip. Now here you have to understand what it was like to be a prince at that time. An diesem Punkt solltet ihr verstehen, was es zu dem damaligen Zeitpunkt hieß, ein Prinz zu sein. Es war ein ganzer großer Schwein. It was a whole big pig. Es war schwierig. It was hard. Because you had to be good at everything. Weil man in allem gut sein musste. At the use of weaponry, at athletics, at art, at poetry, at music, everything. Waffenkunst, Sport, Kunst, Musik, Poesie, alles. Now, more than this, not just being good, but you had to be better than everyone else. Und es hat auch nicht genügt, einfach nur gut zu sein, sondern man musste besser sein als alle anderen. Because it simply couldn't happen that anybody could have beaten the king at any point. Weil es einfach unvorstellbar war und nicht passieren durfte, dass irgendjemand in irgendeiner Disziplin den König besiegen könnte. So it just couldn't happen that somebody said, oh yeah, Siddhartha, I whooped his ass at javelin. Es war also nicht denkbar, dass irgendjemand daherkäme und dann erzählen würde, ja, Siddhartha, den habe ich kürzlich da und da besiegt. So the prince could never be beaten. Der Prinz konnte, durfte also nie besiegt werden. Now I don't think anyone would opt for that life. Ich glaube nicht, dass sich jemand dieses Leben aussuchen würde. So not to drive you crazy, you know, it's das würde einen ganz schön verrückt machen. So anyway, no one beat him. He was the best at everything. Es hat ihn also keiner geschlagen, er war überall der Beste. And then he said, right, well, so what? Und dann hat er gesagt, gut, und jetzt? It's not that these things were wonderful. Es war nicht so, dass das nicht wunderbar gewesen wäre. It's not that he didn't enjoy it. Es war nicht so, dass es ihm keine Freude gemacht hätte. But he realized it didn't mean a great deal. Aber er hat erkannt, dass es nicht viel bedeutet hat. You know, being better than everybody else is actually a little bit silly. Besser zu sein als alle anderen ist tatsächlich ein bisschen dumm. Why would I want to do that? Why would I want to be in that position? Warum würde ich das wollen? Warum würde ich in dieser Position sein wollen? I'm cut off from enjoying anybody else's excellence, because I'm the best. Ich schneide mich davon ab, die Errungenschaften und die Exzellenz anderer zu sehen und mich daran zu erfreuen, nur weil ich selber überall der Beste sein will. So it's an isolated position. Es ist eine sehr einsame, isolierte Position. And there's nothing further that comes out of it. Once I'm the best, and I simply stop. Und die führt nirgendwo hin. Wenn ich mal irgendwo der Beste bin, bin ich der Beste und damit endet die Geschichte. What do I do further? Because I've got no one around me with whom I can judge how much better I'm getting. So I'm going into nothing with it. You know? Wie soll ich mich da weiter bewegen? Ich habe keinen, an dem ich mich messen kann, um zu sehen, ob und wie ich mich weiterentwickle. Da gibt es kein Voranschreiten. If you're walking towards infinity with nothing behind you, how fast are you moving? Wenn du dich auf die Unendlichkeit zubewegst, ohne etwas hinter dir, wie schnell bewegst du dich dann?
Where are you going? Wohin gehst du? So it was this realization that was the foundation of Shakyamuni's experience from the point of view of Tantra. Es war diese Realisation, die also aus der Sicht des Tantra die Grundlage für die Realisation von Shakyamuni Buddha gebildet hat. So having achieved this great degree of success, nachdem er also diesen großen, umfassenden Erfolg erreicht hatte, one then realizes it's meaningless. Erkennt man dann, dass er bedeutungslos ist. So then one questions. Und dann stellt man Fragen. So all this is bound up in the seven-line song in the life of Padmasambhava.